Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Maestro mit einem klitzekleinen Jahresrückblick. Und zwar wurde ich gefragt, was waren für mich die krassesten Releases 2020? Und da muss ich sagen, auf Albumsicht gesehen fand ich Crossover von Kianosch und PA Sports sehr krass. So Songs wie Casino Royale und The Criminal sind auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben. Ich fand AZ und Albi auf Fast Life 2, besonders Albi, wie der ins Game gesteppt ist, sehr krass. Aber das Album des Jahres 2020 war für mich von Bones Hollywood. Da sind einfach zu starke Songs drauf. Für Album des Jahres will ich mich jetzt gar nicht auf eine Sache so krass festlegen, weil es gab schon eine Handvoll Dinger, die dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr geknallt haben. Natürlich, Dicker, Haftbefehl endlich wieder zurück. Ich weiß noch, als ich das gesehen habe, weißer Album kommt. Endlich dann auch, ah, okay, dafür steht DWA, was so lange angekündigt war. Darüber habe ich mich sehr, sehr krass gefreut. Diese 1999-Dinger, dass die weitergegangen sind. Auch King, Dicker, so hat einen so ein bisschen durch den Winter und durch diese Corona-Krise gebracht. So. Aber auch das Tarek-Album, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass sowas überhaupt mal rauskommt. Und dann auch in einem so eigenen Stil, auch das hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte das gerade schon mal in dem anderen Video erwähnt, die 2x4-EP von Luvo und Banks, habe ich auch, ich glaube, dieses Jahr mit am meisten gehört. So. Das sind die drei, ach, und Haste mit Alte Schule natürlich auch. Ich glaube, das ist so das, was bei mir auf Heavy Rotation am meisten gelaufen ist. Ich würde jetzt so aus dem Affekt, würde ich jetzt erstmal sagen, Haftalbum des Jahres, aber die anderen wollte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Album des Jahres muss ich tatsächlich bei meinem eigenen Camp bleiben und muss Props an Bones geben. Ist auf jeden Fall Hollywood, meiner Meinung nach, das Album. Liegt vielleicht daran auch, weil ich den ganzen Entstehungsprozess begleitet habe, wo wir in LA waren, da relativ viel aufgenommen haben. Dann Hollywood Uncut auch, also diese Kombi, zwei sehr starke Alben in sehr kurzer Zeit hintereinander, einfach krass und da auch lange nichts rausgebracht gehabt. Und ja, diese ganze Entwicklung fand ich großartig. Jo Leute, was geht ab? Hier ist Alicia von 98.8 Kiss FM. Mein Album des Jahres 2020 ist auf jeden Fall dieser Herr hier, Bones MC mit Hollywood. Rund um den Release war ich relativ nah dran, weil Bones und ich hier eine eigene Sendung bei Kiss FM hatten, Hollywood Live, und ich weiß einfach, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat. Das ist für mich aber nicht der Grund, warum das Album des Jahres ist, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Ding hier ein Klassiker ist, ein Klassiker wird. Bones hat einen eigenen, uniken Sound kreiert. Man hört sofort, dass er es ist, aber jeder Track auf dem Album hört sich anders an. Also es hat einen roten Faden, man kann komplett durchhören. Du hast Tracks, die du pumpen kannst, wie Big Body Bands, die gute Laune machen, wie Roadrunner. Hast 187-Style drauf mit 187-Gang, aber auch einen super persönlichen Track mit Papas in Hollywood, den Bones für seine kleine Tochter geschrieben hat. Und er zeigt einfach ganz viele Facetten von sich. Er sagt ja auch selber, dass sich das anfühlt, als wäre es sein Debütalbum. Und ja, ich glaube einfach, er hat alles gegeben. Und Grüße auch nochmal an The Crates, die Produzenten. Ich glaube, das ist eine Killer-Kombination. Und ja, ihr habt das Album übertrieben gefeiert. Es war mega erfolgreich. Und deswegen ist mein Album des Jahres auch Hollywood von Bones MC. Grüße gehen raus hier aus dem Kiss Tower. Du weißt, du hast ein übertriebenes Album gemacht. Von daher, ja, viel Glück. Mein Album of the Year war Kalim MVP. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, dieses Ding rauf und runter zu hören. Ich finde, Kalim hat, was Straßenrap angeht, seinen ganz eigenen und individuellen Style. Und es klingt bei ihm einfach anders als bei vielen anderen Rappern, die ebenfalls diese Nische bedienen. Vielleicht liegt es daran, dass sein Sound sehr vielseitig und durch mehrere unterschiedliche Einflüsse geprägt ist. Die Features auf MVP haben diesen Punkt meiner Meinung nach auch unterstrichen. Es waren nicht viele Gäste, aber diejenigen, die drauf sind, harmonieren extrem gut mit ihm. Und diesen einzigartigen und persönlichen Style hat er meiner Meinung nach in den letzten Jahren extrem penibel und krass weiterentwickelt, was sich auch auf MVP widerspiegelt. Und ich habe ehrlich gesagt auch gefeiert, dass es einfach wieder in typischer Kalim-Manier 12 Songs sind. Es gab keinen Song, den ich öfter skippen musste. Ich feiere einfach alle Songs auf diesem Album. Und bei vielen anderen Alben ist es einfach für mich teilweise zu lang und ich höre mir viele Songs dann auch nicht nochmal an, nachdem ich sie das erste Mal gehört habe. Und bei ihm ist das einfach nicht der Fall. Und er hat, glaube ich, auch mal in einem Interview mit Aria ja verraten, dass er das auch bewusst macht, wegen der Qualität. Und meiner Meinung nach bei MVP, Qualität ist da. Yes, Freunde. Also, Album
Alben des Jahres. Also schwer zu sagen, es kamen sehr viele krasse Alben raus. AZ, Albi, Kapi, Flair, also Bones, also es kamen sehr, sehr wilde Alben raus. Aber ich muss echt tatsächlich sagen, dass es mein Lieblingsalbum ist von Kalim. Das Album ist sehr krass. Und ich bin ein sehr großer Fan von ihm und seine Mucke ist richtig geil. Und ja, das Album von ihm war. Also das höre ich hier auf Dauerschleife auf jeden Fall. Flairs Album war natürlich auch sehr, sehr krass, kann man nicht gegen sagen. Die anderen natürlich auch. Also alle waren wirklich auf ihre Art und Weise sehr krass. Aber mein persönliches Lieblingsalbum ist von Kalim. Ja Leute, schöne Grüße. Mein Name ist Shao45. Einige kennen mich von YouTube. Ich habe da ein Koch-Interview-Format. Das Ganze nennt sich Beast Kitchen. Ich hatte auch schon einige tolle Gäste gehabt. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ja, heute bin ich hier. Kommen wir aber jetzt direkt schon zum Punkt. Das beste Album 2020, für mich ist es definitiv Raiz. In dieser schwierigen Zeit, in der wir das jetzt dieses Jahr hatten, hat er mit diesem Album wirklich sehr viel positive Vibes verbreitet, vor allem mit dem Track Hayat. Das hat ja wirklich jeder gefühlt und auch der dazugehörige Dance oder die Challenge auf TikTok ist ja auch wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Aber auch so, was man die ganze Story so erlebt hat. Ja, einige sind auf Tankreserve durch die Gegend gefahren und die haben sich Hayat gefühlt. Das ist einfach schön. Es war für mich schön mit anzusehen, dass die Leute diesen Track so gefühlt haben. Und wie gesagt, in dieser schwierigen Zeit ist das für mich definitiv das beste Album 2020. Ja, und beim Album ist natürlich relativ simpel als 257, das, wenn man sich nicht selbst nähen darf, nehmen wir natürlich KIZ nach 6 Jahren endlich zurück. Das Album zum Album. Das Album zum Album, ein Vorab-Album. Nichtsdestotrotz einfach übelster KIZ, Schredder-Rap macht mies Bock und endlich ist Hip-Hop mal wieder normal. Absolut. Peace out, Leute. Haut rein. Album des Jahres. Ja, Jibreel Iblis, oder? Ganji, wann kam Jibreel Iblis dieses Jahr, wa? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall safe, das Album des Jahres, so. Go! Oh, sorry, Leute, da war ich wohl von meinen Soul Auto Awards abgelenkt. Also, was haben wir denn hier? Bestes Album national für mich dieses Jahr, Nimmerland von Rin. Shoutout nach Bietigheim. Gesinge. Mein Album des Jahres auf dem deutschsprachigen Markt hat mich selbst extrem überrascht. Erstens, weil ich den Künstler schon fast abgeschrieben hatte. Zweitens, weil ich die Singles eigentlich gar nicht so geahnt habe. Und drittens, weil ich schon zu Zeiten, wo ich den Künstler noch mehr gefeiert habe, nicht dachte, dass er es jemals schafft, ein geiles, rundes Album, das gut durchläuft, zustande zu kriegen. Hat UFO361 aber alles gemacht mit Rich Rich. Unglaubliches Teil. Unglaubliche Hitdichte. Gerade nach oben die krassen Hits wie Emotions, Alter, den Song hörst du einmal, du denkst, was ist das für ein kranker Hit? Das wusste er auch, direkt danach Video gemacht, lief wie am Schnürchen alles und nicht ohne Grund. Wahnsinnsalbum, Alter, ich rede drüber und direkt diese Final Fantasy Melodie geht in meinen Kopf rum. Es ist wirklich so catchy und ohrwurmlastig. Ey, natürlich, inhaltlich geht da nicht viel. Wir kennen UFOE, wenn er Texte schreibt, geht inhaltlich schon nicht viel, wenn er freestylt, erst recht nicht. Das ist aber gut, also keine Ahnung, ob es gut ist, dass es inhaltlich dünn ist, aber es ist gut, dass er gefreestylt hat, statt zu versuchen, an dieser Schwäche zu arbeiten. Weil stattdessen hat er voll auf seine Stärken gesetzt, hat die nochmal neu ausgespielt, hat sich selbst irgendwie ein bisschen neu erfunden und hat so einfach das beste Album, was er jemals gemacht hat, an den Start gebracht. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht, wenn er versucht hätte, geile Texte zu schreiben. Da, Upgrade, das muss er mal so. Nein, nein, er hat es genau richtig gemacht. Er hat erkannt, was er kann, was seine Stärken sind, hat die ausgespielt, hat dieses Album so rund getracklistet, so zu Ende gedacht, ohne sich vorher eine große Platte zu machen. Und das ist offenbar sein Way to go, weil es ist wirklich überragend. UFO ist auf jeden Fall wieder auf meiner Map aufgetaucht mit diesem Album. Ey, yo, Hip-Hop-D, was geht ab? Mein Name ist S.O. und ich bin dieses Jahr euer Mann für den besten Live-Act 2020 und für die beste Rap-Crew 2020. Yes, sir. Yes, ma'am. Let's go. Lass uns anfangen mit dem besten Live-Act dieses Jahres. Als allererstes wäre da der Berlinhaus 1441. Fans sollen seine Lieder schreien und das haben sie auf jeden Fall getan, denn Kasimir hat beim 030 Festival übertrieben abgerissen. Auch wenn er es aufgrund der Energie immer nur schafft, gefühlt jede dritte Line mit zu rappen, ist bei dieser Line immer dann so eine Power dahinter, dass es einfach für totale Eskalation sorgt. Diese Energie ist mir auf jeden Fall einfach im Kopf geblieben und deshalb würde ich auf jeden Fall Kasimir vorschlagen als einen der besten Live-Acts dieses Jahres. Wenn ich aber vom besten Live-Act rede und einfach von Show rede, von Kille die Show, dann muss ich natürlich auch von noch einem Bruder sprechen, nämlich von B-O-O-Z, Mr. Boos, der auf jeden Fall immer für ordentlich Entertainment sorgt. Beim 030 Festival zum Beispiel ist er mit einer The Flash-Maske auf die Bühne gesteppt,
begleitet von Robotergeräuschen, die er dann mäßig so einen auf den, ist auf die Bühne gekommen. Dann gab es noch ein Crumb-Battle zwischen ihm und seinem DJ. Dann gab es noch eine A Cappella-Show. Dann hat er eine Geschichte erzählt. Man merkt bei Boos auf jeden Fall, dass er sich vorher Gedanken macht, was er macht, wenn er auf die Bühne geht. Und er setzt das einfach super um. Während er seine Songs performt, tanzt er noch. Er hat eine Baba Crowd Control und ist auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch, wenn er live auf die Bühne geht. Und deshalb muss ich da an der Stelle auch noch Boos nennen. Wie gesagt, Casimir und Boos für mich dieses Jahr die besten Live-Acts 2020. Besser Live-Act national. Da kann ich mich nicht entscheiden. Da schwanke ich zwischen SSIO und RIN. Habe ich auch beide live gesehen, kurz vorm Lockdown. Kann ich sehr empfehlen. Könnte mich jetzt aber nicht entscheiden. Gerade.